Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Natürlich darf eines der beliebtesten Formate hier auf BookTube auch bei mir nicht fehlen. Es geht um die Lesemonate und ich habe heute den Lesemonat Januar 2023 für euch. Ihr müsst dadurch, es wird nochmal weihnachtlich, aber zur Entspannung lade ich euch dann ein auf einen kleinen Rundflug Richtung Himalaya auf einem Drachen. Danach geht es in die USA der 60er und 70er Jahre, wo alles unter dem Zeichen der freien Liebe steht. Und am Ende stoßen wir dann noch auf unsere gemeinsame Schulzeit an. Viel Spaß! Beim schon angekündigten Weihnachtsbuch wird es weniger romantisch-weihnachtlich, sondern ich habe gelesen ein mörderisches Adventskalenderbuch. Die letzten Geschichten konnte ich erst in den ersten Tagen des Januar beenden. Daher ist dieses das erste wirklich zu Ende gelesene Buch in diesem Jahr. In Winterweihrauch Wasserleiche sind 24 mörderische Adventskrimis enthalten, von Amrum bis Hallstatt. Sie decken also den kompletten deutschsprachigen Raum ab. Von Norddeutschland bis Süddeutschland, Österreich und auch Geschichten aus der Schweiz sind hier enthalten. Das Buch hat 432 Seiten, was bedeutet, dass eine Geschichte um die 18 Seiten umfasst. Und auch wenn es etwas stressiger zugeht in der Vorweihnachtszeit, dann ist es immer noch gut machbar, hier eine Geschichte am Tag zu lesen. Wir lesen hier Geschichten von verschiedenen Autoren, Autorinnen und auch Autorinnen-Duos. Bekannter und nicht bekannter, also es ist zum Beispiel Andreas Eschbach dabei, es ist Andreas Gruber dabei, Wulf Dorn, Ini Lorenz, aber es sind natürlich auch Autoren und Autorinnen dabei, wo es sich eventuell dann lohnt, sich die genauer mal anzuschauen. Hilfreich dabei ist, dass vor jeder einzelnen Geschichte eine kleine Kurzzusammenfassung über den Werdegang des Autoren oder der Autorin ist. Und auch einen Hinweis auf die wichtigsten Werke dieser Schriftsteller und Schriftstellerinnen. Das ist natürlich einerseits sehr interessant, andererseits wieder sehr gefährlich, denn man kann sich gleich inspirieren lassen für weiterführende Literatur. Wir haben hier ganz vorne drin eine schöne Karte. Ich muss das nur finden. Genau. Auf der die verschiedenen Tatorte vermerkt sind, an denen die einzelnen Geschichten spielen. Was mir hier auf jeden Fall sehr gut gefallen hat, ist diese Vielfältigkeit. Also wir haben die unterschiedlichsten Autoren und Autorinnen, wie gesagt, mit unterschiedlichem Bekanntheitsgrad auch. Wir haben ganz verschiedene Regionen, in denen die Geschichten spielen. Und wir haben auch verschiedene Genres. Also wir haben historische Geschichten, wir haben dystopische Geschichten, wir haben humorvolle Geschichten, klassische Krimis, klassische thrillerlastige Erzählungen. Also alles ist hier enthalten und ich denke auch für jeden Geschmack ist was dabei. Zu den Geschichten selbst. Sie haben unterschiedliche Niveaus, konnten mich jetzt unterschiedlich stark abholen. Es sind wie in jedem Kurzgeschichtenband bessere dabei und schlechtere dabei. Es sind auch einige dabei gewesen, die mich aufgrund der Regionalität, also dieses jeweiligen Lokalkolorit, ich spiele da insbesondere auf eine Geschichte aus der Schweiz an, nicht abholen konnten, weil ich es nicht so ganz verstanden habe. Der Blutrünstigkeitsfaktor hier variiert enorm, also man muss schon beides mögen. Man muss schon eher in die blutigere, grausamere Richtung gerne lesen und man darf aber auch nichts haben gegen ein bisschen Cozy Crime, wo im Endeffekt nicht viel passiert als Ermittlungsarbeit und vom Verbrechen selbst nicht so detailliert, was zu lesen ist. Ein paar der Geschichten waren mir allerdings ein bisschen zu cozy, also die waren so harmlos, dass man sie eigentlich auch einem 12-jährigen Kind hätte vorlesen können. Das war mir dann persönlich tatsächlich zu viel, beziehungsweise dann zu wenig des Guten. Für mich persönlich kann es auch gerne mal etwas blutiger zugehen und so haben mich dann auch die zwei der grausamsten Geschichten hier in diesem Buch vollends überzeugen können. Das ist einmal Ding Dingeling von Sonja Rüther. Hier geht es um einen Einbruch bei alten Menschen,
die zur Vorweihnachtszeit geplant werden und die dann aber nicht ganz so durchgeführt werden können, wie ursprünglich gedacht. Geschichte Nummer zwei, die mich vollständig abholen konnte, war 73 Quadratmeter von Katja Bonet. Hier geht es schon los mit einem Kettensägenmord, sehr ansprechend. Und wir werden dann eingeführt in ein eher dystopisches Setting und erfahren nach und nach in dieser Kurzgeschichte, was es mit diesem Setting auf sich hat. Beide Autorinnen haben mir vorher noch nichts gesagt, aber bei beiden Autorinnen werde ich mir anschauen, was sie so verfasst haben an Romanen, Krimis, Thrillern und diese auf jeden Fall weiterverfolgen. Für welche Art von Leser bzw. Leserin ist dieses Buch denn geeignet? Ich würde sagen, es ist für Leute geeignet, die in der Vorweihnachtszeit nicht allzu viel Muße zum Lesen haben. Bei mir ist das aus arbeitstechnischen Gründen der Fall. Da ist die Vorweihnachtszeit die stressigste Zeit und ich habe nicht die Gelegenheit, dass ich mich da mit einer Geschichte näher befasse. Auf diese Art und Weise schafft man es, dass man wenigstens jeden Tag ein bisschen was liest. Man hat jeden Tag ein kleines Erfolgserlebnis, weil man jeden Tag auch was abschließen kann. Und so hat mir das doch sehr viel Freude bereitet und hat mich unterhaltsam durch die Vorweihnachtszeit geführt. Außerdem perfekt ist es zum Hineinschnuppern in den Schreibstil verschiedener Autoren und Autorinnen. Und es kommen auch die Figuren, die dann in den Krimireihen zum Beispiel vorkommen, in diesen Kurzgeschichten vor. Und man bekommt mit diesen Kurzgeschichten einen guten Eindruck, wie dieser Autor, diese Autorin schreibt und kann sich schon mal ein Bild davon machen, ob die großen Werke was für einen sein könnten oder nicht. Drömer Knauer hat noch ganz viele weitere dieser Weihnachtsanthologien veröffentlicht und ich könnte mir gut vorstellen, dass ich in der nächsten Vorweihnachtszeit wieder zu einem solchen greife. Es stehen einige zur Auswahl. Ich muss euch die jetzt vorlesen, weil das kann ich unmöglich auswendig vortragen. Es gibt Rentierrauschmord Rauschgoldengel, Lametta Lichter Leichenschmaus, Makronenmistel-Meuchelmord, Kerzenkiller-Krippenspiel, Türchen-Tod und Tannenbaum, Stollen-Schnee- und Sensenmann, Glöckchen-Gift und Gänsebraten, Maria-Mord und Mandelplätzchen. Dann gibt's noch Süßer, die Schreie nie klingen, Alpenland in Mörderhand und das ist dann mehr auf Süddeutschland bezogen. Also ich würde sagen, für die nächsten Weihnachten ist auf jeden Fall vorgesorgt. Das nächste gelesene Buch muss ich euch einblenden. Es ist noch irgendwo hier im Haus, aber ich finde es momentan leider nicht. Dieses Buch lag sehr lange auf meinem Sub. Es stand auch mal auf einer 12 Bücher für 12 Monate Liste. Ich glaube 2022 oder 2021, ist aber trotzdem nie eines Blickes gewürdigt worden. Im Zuge der Challenge Bücherjagd im Märchenwald, ich habe euch die ganzen Challenges vor kurzem schon alle vorgestellt, ist mir die Aufgabe gestellt worden, ein Buch zu lesen, in dem eine WG vorkommt. Ich habe mich dann für Arcadia entschieden. Hier kommt nämlich eine ganz besondere Art von WG vor. Wir befinden uns nämlich in den USA der 60er, 70er Jahre, also zu Woodstock und freie Liebezeiten, und wir bewegen uns dort in einer Kommune. Arcadia ist so aufgebaut, dass wir gleich zu Beginn ungefähr 80 Personen haben, die auf der Suche sind nach einem geeigneten Ort, an dem sie eine Art alternative Gesellschaftsform aufbauen können, eben im Stile einer Kommune. Sie möchten selbstbestimmt leben, sie möchten abgetrennt von der Konsumgesellschaft sein. Sie finden auch einen solchen Platz, kommen an ein Grundstück mit einem heruntergekommenen Gebäude und sie gründen dann dort diese Kommune namens Arcadia und beginnen dann eben dieses Grundstück für sich zu erschließen und die Gebäude zu renovieren. Wir begleiten durch die ganze Geschichte im Prinzip den Werdegang von Bit, der in diese Gesellschaft hineingeboren wird und zunächst auch gar nichts anderes kennt. Also am Anfang der Geschichte ist er 5 Jahre alt und
aus seiner Sicht erfahren wir, wie die Kommune aufgebaut ist, wie das Leben dort ist, wie der Alltag aussieht. Wir erfahren die Hintergründe von Bits Familie, seiner Mutter, seinem Vater, die unterschiedlichen Beweggründe, warum sie sich entschlossen haben, in Arcadia zu leben. Und wir wachsen dann sozusagen mit Bit auf. Zunächst ist er 5 Jahre alt, dann kommt nach einem Drittel des Buches ein Zeitsprung, dann bewegen wir uns in Bits Teenagerzeit. Er macht seine ersten Erfahrungen mit Verliebtsein, seine ersten sexuellen Erfahrungen, erfährt aber auch Dinge über seine Eltern, mit denen er nicht so gut klarkommt. Er macht sich Gedanken drüber, über die Welt außerhalb von Arcadia, was es da vielleicht noch zu entdecken gäbe. Und im letzten Drittel ist er dann als Erwachsener zu erleben, wo er dann natürlich nochmal einen komplett anderen Blick auf die Kommune Arcadia hat. Wir bekommen über die Geschichte hinweg einen guten Einblick davon, wie die Kommune organisiert ist. Also es herrscht dieses Prinzip, alles gehört allen, es gibt keinen Besitz. Es herrscht ein klassisches Mann-Frau-Rollenbild, was jetzt die Arbeitsteilung zum Beispiel angeht. Es herrschen keine Hierarchien und es bestehen strenge Regeln, die die Kommune von der Außenwelt, aber auch von anderen Außenseitergesellschaften, wie zum Beispiel der Amish, abgrenzen sollen. Man merkt auf jeden Fall die Dynamik, wenn es darum geht, zum Beispiel das Arcadia-Haus zu renovieren. Aber wenn man genauer hinsieht, dann merkt man auch, das Ganze ist nicht wirklich echt. Es brodelt immer so ein bisschen unter der Oberfläche. Die Leute nennen sich zwar Free People, aber man merkt immer stärker, dass sie eigentlich überhaupt nicht so frei sind, wie sie anfangs dachten oder wie sie vorhatten zu sein. Sie können sich auch nicht wirklich von dieser Konsumgesellschaft lösen, denn es gibt einfach Dinge, die brauchen sie von außen, die sie dann klauen oder ja, sich irgendwie anderweitig beschaffen. Und auch diese Hierarchiefreiheit ist nicht wirklich vorhanden, denn es gibt ein Oberhaupt dieser Kommune, der bestimmt. Und auch hier merken die Leute nach und nach, dass sie genau wie in anderen Gesellschaften auch in ihren Augen auch hier fremdbestimmt sind. Ich war von Anfang an sehr gespannt darauf, wie sich die Kommune organisieren würde und war auch skeptisch, dass das Ganze funktionieren kann. Am Anfang sah es tatsächlich eher noch nach Friede, Freude, Eierkuchen aus, aber mit der Zeit haben sich mit dem Anstieg der Leute, die immer hinzugekommen sind, auch die Probleme vergrößert. Es hat nicht mehr funktioniert, sich selbst zu versorgen. Also wir haben stets vorherrschenden Hunger. Wir haben Drogenkonsum, Drogenanbau. Wir kommen in Berührung mit sexuellen Übergriffen, weil der Begriff freie Liebe einfach falsch ausgelegt wird. Und am Ende ist Arcadia auf bis zu 900 Personen angewachsen. Und es werden zum Beispiel auch die Leute durchgezogen, die Junkies, wie sie hier genannt werden, die einfach nichts zum Gemeinwohl beitragen können. Und in meinem Kopf hat sich dann immer mehr der Gedanke festgesetzt, dass wir ja dann wieder in Richtung klassische Gesellschaft gehen. Das ist im Endeffekt dann aufgebaut gewesen wie ein Sozialstaat. Und tatsächlich war es dann auch so, dass als die Leute draufgekommen sind, dass das Oberhaupt eigentlich über sie bestimmt, dass dann ein Rat der Neuen gegründet worden ist oder gewählt worden ist. Und auch das geht wieder in Richtung klassische Gesellschaft, denn es ist einfach der Wunsch nach Demokratie aufgekommen und das Ganze ist dann so umgesetzt worden wie in einem klassischen demokratischen Staat. Tatsächlich entstehen dann verschiedene soziale Schichten. Wir haben Neid, wir haben Missgunst und das, was am Anfang nur so zart gebrodelt hat, immer unterschwellig, das droht dann am Ende zu eskalieren. Ich hatte im Vorfeld gelesen, dass diese Geschichte angeblich keine wörtliche Rede beinhalten soll. Da dachte ich mir schon, ob das was für mich sein wird, denn ich persönlich mag Dialoge sehr gerne als Auflockerung des Fließtextes einfach.
Aber es war dann im Endeffekt auch gar nicht der Fall. Es ist durchaus wörtliche Rede enthalten. Allerdings ist es so, dass diese nicht klassischerweise durch Anführungszeichen vom restlichen Fließtext getrennt ist. Mich persönlich hat es jetzt nicht so gestört, weil wir trotzdem die dazu passenden Absätze haben. Aber wenn ihr solche Dinge in Texten nicht mögt, dann würde ich eher erstmal eine Leseprobe empfehlen. Mir war der Schreibstil an sich anfangs etwas zu abgehackt. Die Autorin springt viel zwischen Themen, Personen, Zeiten hin und her. Und wir haben so verschiedene Spotlights aus dem Leben in dieser Kommune, die zwar interessant sind, aber der große Zusammenhang, der fehlt so ein bisschen. Ich glaube zu wissen, warum die Autorin das so gemacht hat. Es ist ein bisschen so, als wären wir im Kopf von Bit, und Bit ist eben am Anfang des Buches erst 5 Jahre alt. Und ich kann mir vorstellen, dass das einfach seine Gedanken widerspiegeln soll. Das mag auch recht realistisch sein. Also ich könnte mir vorstellen, dass Kinder eben so denken und immer hin und her springen und mal dies und mal das betrachten. Aber zum Lesen und in diesen Lesefluss reinzukommen, ist es etwas problematisch für mich gewesen. Die Schreibweise wird mit zunehmendem Alter Bits strukturierter. Wir haben längere Sätze, wir bleiben länger bei einem Thema. Das wird alles etwas angenehmer zu lesen. Allerdings ist es trotzdem so, dass viele verschiedene statische Dinge beleuchtet werden. Also wir haben wenig, was die Handlung an sich vorantreibt. Es kommen viele Beschreibungen von Menschen vor, wie sie aussehen, wie sie sich verhalten. Dann Bits Gedanken natürlich, seine Emotionen, die Gefühle seiner Freunde. Dann haben wir auch viele Naturbeschreibungen, die natürlich die Naturverbundenheit der Leute widerspiegelt. Die Autorin baut auch eine kleine dystopische Komponente ein, die so im Hintergrund abläuft. Das ist auch alles ganz gut gemacht, aber alles in allem bleibt die Geschichte doch sehr abstrakt. Für mich persönlich war das Buch jetzt kein Highlight. Ich fand es solide. Mir hat im Endeffekt die Idee gefallen, den Schreibstil, den verschiedenen Lebensabschnitten von Bit anzugleichen. Ob das jetzt wirklich immer so ein Lesevergnügen war, das lasse ich jetzt mal dahingestellt, und ich werde auch jetzt nicht aktiv auf die Suche nach weiteren Büchern von Lauren Groff gehen. Vielleicht fällt mir mal wieder eins in die Hände und dann schließe ich nicht aus, dass ich da auch mal reinlesen werde. Im Anschluss hat mein Bukopoli entschieden, was ich lesen soll, und herausgekommen ist ein Buch aus dem Genre Kinderbücher, das ich mir selbst auswählen durfte. Ich habe das dann gleich verbunden mit einem Buch aus der Liste Pick My Sub 2023 und habe mich entschieden für Drachenreiter von Cornelia Funke. Ich tracke ja immer auf Goodreads, wenn ich anfange, ein Buch zu lesen, und wenn ich aufhöre, ein Buch zu lesen. Da kann man dann schauen, wie lange man jeweils für das Buch gebraucht hat. Und als ich das dann getrackt habe, dass ich das jetzt lese, ist mir erstmal aufgefallen, dass es sich um eine Reihe handelt. Es ist zwar relativ viel Zeit zwischen den einzelnen Bänden vergangen. Drachenreiter ist 1997 veröffentlicht worden, meine ich. Dann kam Die Feder eines Greifs 2016. Und Band 3 ist, meine ich, 2021 erschienen mit Der Fluch der Aurelia. Ich weiß jetzt nicht, wie lose oder wie fest die drei Teile zusammenhängen. Ich hatte jetzt bei diesem Buch schon das Gefühl, dass es sich um eine abgeschlossene Geschichte handelt, aber dass es da durchaus Potenzial gibt, die Figuren in weiteren Bänden noch weiter zu verfolgen. Bevor ich jetzt näher auf den Inhalt eingehe, möchte ich noch was zu den Illustrationen sagen, die in diesem Buch zu finden sind. Und zwar illustriert Cornelia Funke offensichtlich auch einige ihrer Bücher selbst. Das hat sie hier gemacht. Und zwar ist am Anfang jedes Kapitels ein kleines Bildchen zu sehen in Schwarz-Weiß. Hier. Und was mir daran sehr gut gefallen hat, ist, dass diese Zeichnungen, wenn man sich die genau ansieht, sehr nah am Text geblieben sind. Ich finde es immer total unnötig,
wenn Figuren in der Geschichte zum Beispiel lange glatte Haare haben und dann ist nebendran eine Zeichnung, auf der die Figur Locken hat. Das verstehe ich immer nicht so ganz, weil ja, sicher, wenn man eine Geschichte verfilmt, dann müssen manche Dinge angepasst werden, das geht gar nicht anders. Aber wenn ich eine Illustration zu einer Geschichte habe, ist mir nicht so ganz klar, warum ich dann nicht mit diesen Details an der Geschichte bleiben soll. Ich kann mir das hier so erklären, dass wenn die Geschichte auch von einem selbst verfasst ist, dass man vielleicht dann eher das Bedürfnis hat, auch die Illustration dem Text anzugleichen, bei dem man sich ja durchaus was gedacht hat. Wir befinden uns am Anfang der Geschichte im Tal der Drachen. Die Menschen sind auf dem Vormarsch und drohen, den Lebensraum der Drachen zu zerstören. Daher schlägt der Clan Älteste vor, dass die Drachen zum Saum des Himmels fliegen sollen, der Ort, an dem die Drachen angeblich herkommen. Es weiß allerdings niemand so genau, ob es diesen Ort eigentlich gibt. Und aus diesem Grund sind die Drachen jetzt nicht allzu begeistert. Nur der Drache Lung erklärt sich bereit, loszufliegen und diesen Ort zu suchen. Er schnappt sich dann das Koboldmädchen Schwefelfell, die fliegt mit ihm und auf ihrer Reise treffen sie auch noch einen Menschenjungen, nämlich Ben. Auch dieser wird Teil dieser ungewöhnlichen Reisegruppe. Die drei geraten auf ihrer Reise immer wieder in verschiedene Abenteuer, manche gut, manche schlecht. Sie treffen auf die unterschiedlichsten Arten von Fabelwesen, denen ebenfalls manchmal freundlich und manchmal nicht so freundlich gesinnt sind. Sie geraten ins Visier des goldenen Drachen und gleichzeitig auch Drachenjägers Nesselbrand, der es sich zum Ziel gesetzt hat, alle Drachen zu töten. Er schickt seine Spione aus und verfolgt am Ende die Reisegruppe dann auch selbst Richtung Saum des Himmels, weil er sich eben erhofft, dort auf die restlichen Drachen zu treffen. Im Laufe der Geschichte stellt sich heraus, dass es sich bei dem heimatlosen jungen Ben, den Lung und Schwefelfell aufgegabelt haben, um den Nachfahren des sogenannten Drachenreiters handelt. Und ob die drei ihr Ziel erreichen werden oder nicht, das gilt es hier zu entdecken. Gut gefallen hat mir die Botschaft von diesem Buch. Also wir beginnen schon mit dem Zurückdrängen der Arten, auch wenn es sich hier um Fabelwesen handelt, kindgerecht aufbereitet. Und der Mensch wird im Prinzip als schlecht dargestellt, aber das Ganze wird dann relativiert durch Ben zum Beispiel, durch den wir ja erfahren, dass am Ende nicht alle in eine Schublade gesteckt werden können und dass man eben selbst entscheiden muss, wem zu trauen ist und wem nicht. Das Ganze gilt auch für die Fabelwesen, die hier auftreten. Also wir haben Basilisken, Seeschlangen, Kobolde und so weiter. Hier sind auch manche Fabelwesen, die eigentlich sonst negativ konnotiert sind. Hier die Guten und umgekehrt. Und auch das passt gut zur Botschaft. Schau genau, mit wem du dich umgibst und wem du trauen kannst und wem nicht. Am farblosesten der Figuren blieb hier für mich tatsächlich Ben, also der eigentliche Drachenreiter, nachdem dieses Buch benannt ist. Aber wir erfahren einfach sehr wenig über seinen Hintergrund. Das habe ich so ein bisschen vermisst. Und im Prinzip hatte ich eher das Gefühl, es geht in erster Linie um den Drachen, nämlich Lung. Der hatte so ein bisschen den gemütlichen und optimistischen und lustigen Part in dieser Geschichte. Am besten gefallen hat mir trotzdem Schwefelfell, das Koboldmädchen. Die ist nämlich so ein bisschen griesgrämig gezeichnet und pessimistisch und grummelig. Also Schwefelfell hat mir im Endeffekt am besten gefallen. Wir erleben hier ganz abwechslungsreiche Abenteuer in realen Settings. Also wir sind zum Beispiel in Pakistan unterwegs. Wir fliegen mit Lung Richtung Himalaya, wo angeblich der Saum des Himmels zu finden ist. Und das hat mir ganz gut gefallen, weil es ist so ein bisschen Urban Fantasy für Kinder, würde ich sagen. Wir erfahren aber auch einzigartige Details über die verschiedenen Fabelwesen, die hier eingearbeitet sind, nämlich das Mondlicht, das hier auf dem Cover zu sehen ist zum Beispiel, hat eine ganz wichtige Bedeutung, weil in diesem Buch Drachen nur bei Mondlicht fliegen können
Und da die drei auch tagsüber fliegen möchten, gilt es, sich da eine Alternative zu überlegen. Und wenn andere Fabelwesen in der Nähe sind, dann bekommen alle so ein Kribbeln und Jucken und können sich gegenseitig erspüren sozusagen. Was ich total blöd fand, das Einzige, was ich richtig blöd fand an dem Buch, dass wir zwar kurze Kapitelüberschriften haben, aber mit diesen Kapitelüberschriften wurde regelmäßig das komplette folgende Kapitel gespoilert. Mir ist schon klar, dass in einem Kinderbuch jetzt nicht so eine Spannung aufgebaut wird wie in einem Psychothriller, aber ich hätte dann trotzdem gerne den Inhalt des Kapitels selbst entdeckt und nicht in zwei Wörtern schon im Vorhinein gelesen. Also das hätte man hier definitiv besser machen können oder die Kapitelüberschrift einfach komplett weglassen. Mein Fazit zu Drachenreiter von Cornelia Funke: nicht unbedingt ein Must-Read für Erwachsene, aber ich denke, als Kind hätte mir dieses Buch auch ganz gut gefallen können. Kommen wir zum letzten Buch, welches ich im Januar beenden konnte. Ich habe mir das besorgt aufgrund eines Films, was ein bisschen eine ungewöhnliche Reihenfolge ist, weil ich eigentlich generell immer versuche, zuerst das Buch zu lesen und dann mir erst den Film anzuschauen. In diesem Fall war es umgekehrt, der Film kreuzte meinen Weg und ich habe mir das Buch dann bei Rebuy bestellt. Es handelt sich um Die Feuerzangenbowle von 1933, geschrieben von Heinrich Spörl. Eigentlich wollte ich das Buch den ganzen Winter über unbedingt noch lesen, weil ich finde, dass es sehr gut in die kalte Jahreszeit passt. Es ist aber erstmal wie so viele Bücher auf meinen Sub gewandert und dann im Zuge der Pick My Sub Liste für 2023 dann erst wieder in Erscheinung getreten. Meine Partnerin für diese Challenge hat sich dieses Buch ausgesucht, weil sie sich dachte, ein Klassiker müsste auf dieser Liste auf jeden Fall vorhanden sein. Und er ist auch nicht dick, es ist eine ziemlich alte Ausgabe, sie ist auch beschrieben. Also es ist vorne drin ein Datum, März 1962, und ein Name, Margret Hein. Mich stört es überhaupt nicht, im Gegenteil, ich mag es ganz gerne, wenn in alten Büchern so Hinweise oder Gedanken zu bestimmten Textteilen zu finden sind. Ich lese das immer ganz gern, so als zusätzliche Information, wie meinem Vorgänger das Buch gefallen hat. Die Geschichte beginnt mit einem feuchtfröhlichen Abend, an dem sieben Männer zusammensitzen bei einem Glas Feuerzangenbowle und irgendwann damit anfangen, Erlebnisse aus ihrer Schulzeit auszutauschen. Sie sprechen über die Eigenheiten von Lehrern, welche Streiche sie damals gespielt haben und so weiter und so fort. Nur einer der Männer, nämlich der 24-jährige Schriftsteller Hans Pfeiffer, ist ein bisschen betrübt, weil er nicht so wirklich mitreden kann. Er war nie an einer öffentlichen Schule, wurde zu Hause unterrichtet und kann deshalb zum allgemeinen feuchtfröhlichen Gesprächsthema überhaupt nichts beitragen. Aus einer Bierlaune heraus, oder besser gesagt aus einer Feuerzangenbowlen-Laune heraus, entsteht dann die Idee, dass man Hans Pfeiffer doch nachträglich noch in eine Schule einschleusen könnte. Gesagt, getan, er wird verkleidet sozusagen und ohne Abschiedsworte für seine Verlobte Marion einfach in den Zug gesetzt und ans nächste Gymnasium gekarrt. Ja, in seiner neuen Heimat geht er dann erstmal auf Budensuche und zieht bei der Witwe Windscheid ein. Die bemuttert ihn, aber gleichzeitig überwacht sie ihn auch ziemlich und es ist eine recht neugierige Person. In der Schule wird der Neue natürlich erstmal ordentlich beschnuppert. Hans macht sich in seiner Klasse durch verschiedene Streiche immer beliebter. Allerdings merkt man schon, dass er etwas reifer ist als die anderen, weil er sich doch hin und wieder auf die Seite der Lehrer schlägt und dann doch wieder als Petze dasteht. Deutsch ist des Schriftstellers schlechtestes Fach und wir merken, dass sich Hans Pfeiffer mit der Zeit ein wenig verändert und sich von seinen Klassenkameraden beeinflussen lässt. Er wird zunehmend faul, eitel und auch immer empfänglicher für weibliche Reize. Die Geschichte ist meiner Meinung nach sehr flott geschrieben. Wir haben oft einen Schlagaustausch in den Dialogen. Die Sprache ist auch nicht schwer verständlich, auch
wenn man bedenkt, dass das Buch 1933 geschrieben worden ist. Es kommen nur hin und wieder einige alte Begriffe vor, die sich aber aus dem Kontext ganz gut erschließen lassen. Ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist das Frauenbild, das hier vorherrscht. Wir haben neben dem Gymnasium, in das Hans Pfeiffer geht, auch eine Mädchenschule. Und der Autor lässt keinen Zweifel daran, dass eine Frau entweder gebildet oder attraktiv sein kann, auf keinen Fall beides. Aber natürlich müssen solche Frauenbilder auch immer in den historischen Kontext gerückt werden. Die Geschichte hat über diese vielen Jahrzehnte hinweg, wie ich finde, nichts an Witz und Charme eingebüßt. Trotzdem hat es auch ein bisschen einen ernsten Hintergrund, wenn man sich Hans Pfeiffer anschaut, wie er so ein bisschen zwischen den Stühlen sitzt, zwischen dem jugendlichen Leichtsinn eines Schülers und den moralischen Bedenken eines Erwachsenen. Mich persönlich hat es jetzt nicht nur an meine Schulzeit erinnert, sondern vor allem an meine Studentenverbindungszeit, insbesondere der Teil mit der Feuerzangenbowle. Es gab nämlich in meiner Studentenverbindung einen Abend, an dem man gemeinsam einen riesigen Topf Feuerzangenbowle gekocht hat, genannt Krambamboli, und ein entsprechendes Lied mit unzähligen Strophen dazu gesungen hat. Da wurden dann auch einige als Nikolaus und Engel verkleidet und die haben dann die Schandtaten der einzelnen Studentenverbindungsmitglieder aus dem vergangenen Jahr ausgepackt. Das hat mich so ein bisschen dran erinnert und in diese Zeit wieder zurückversetzt. In diesem Sinne möchte ich euch gerne noch ein Zitat vorlesen. Es wird nämlich geradezu liebevoll über die Feuerzangenbowle hier drin geschrieben, obwohl die Geschichte an sich ja mit der Feuerzangenbowle als Getränk ja überhaupt nichts zu tun hat. Aber mir hat es trotzdem sehr gut gefallen und da möchte ich euch gerne dran teilhaben lassen. Eine Feuerzangenbowle hat es in sich. Nicht wegen des Katers, das ist eine Sache für sich. Eine Feuerzangenbowle ist keine Bowle. Sie ist ein Mittelding zwischen Gesöff und Hexerei. Bier sackt in die Beine, Wein legt sich auf die Zunge, Schnaps kriecht ins Gehirn. Eine Feuerzangenbowle aber geht ans Gemüt. Weich und warm hüllt sie die Seelen ein, nimmt die Erdenschwere hinweg und löst alles auf in Dunst und Nebel. In diesem Sinne beende ich den Lesemonat Januar. Wir kommen aber jetzt noch zu den Neuzugängen. Ich habe nämlich den Vorsatz, nicht mehr Bücher zu besorgen, wie ich lesen kann. Im Januar sehr brav eingehalten, im Februar nicht mehr, das kann ich euch jetzt schon spoilern. Aber im Januar waren es dann tatsächlich nur 2 Neuzugänge, die ich euch jetzt gerne noch zeigen möchte. Ich war Ende November mit meiner Mama auf der Zugspitze. Das war ein Geburtstagsgeschenk von ihr an mich. Und das ist insofern ziemlich peinlich, dass ich da noch nie oben war, weil die Zugspitze erstens ungefähr 50 Kilometer von hier weg ist, also wirklich keine Weltreise. Und zweitens ist es eine Stammstrecke von mir gewesen, also mein Weg von zu Hause zur Uni und wieder zurück. Das heißt, ich bin ohne Übertreibung mindestens 500 Mal an diesem Berg schon vorbeigefahren, ohne auf dem höchsten Berg Deutschlands jemals gewesen zu sein. Wir haben letztes Jahr beschlossen, das muss man unbedingt ändern, haben uns einen Tag ausgesucht, an dem die Skisaison noch nicht begonnen hat, aber trotzdem Schnee lag. Das kann ich sehr empfehlen, wenn ihr mal auf die Zugspitze wollt. Dann ist nämlich alles schön verschneit, aber es ist noch nicht so überlaufen oben, wie an den Tagen, wenn dann die Skifahrer auch zusätzlich noch da sind. Wir sind mit der Seilbahn raufgefahren, haben uns dann eine Weile draußen aufgehalten, haben Fotos vom Gipfel gemacht. Aufgrund der Wetterlage haben wir uns dagegen entschieden, den Gipfel dann tatsächlich auch zu erklimmen. Wir haben dann noch was getrunken und es gibt dann noch ein kleines Infozentrum mit verschiedenen Schautafeln, die die bewegte Vergangenheit der Zugspitze darstellen sollen. Ich habe mir diese Schautafeln zwar durchgelesen, aber man hat ja dann doch nicht so viel Ruhe, um sich alles genau einzuprägen. Und die Geschichte fand ich schon ziemlich interessant, denn die Zugspitze wurde
sehr früh schon für den Tourismus aufbereitet. Die Zahnradbahn, mit der wir dann auch nach unten wieder gefahren sind, wurde schon 1930 fertiggestellt. Es gab damals auch ein Hotel oben auf der Zugspitze, das Schneefernerhaus. Das ist heute eine Forschungsstation. Und dann in den 60er Jahren wurde die Seilbahn errichtet. Und dann ist es natürlich erst richtig losgegangen mit dem Massen- und Skitourismus. Wie gesagt, es hat mir nicht so ganz gereicht, mir da nur diese Informationen durchzulesen, die einem da zur Verfügung gestellt werden, obwohl das wirklich sehr nett und ansprechend gemacht ist. Und ich habe mir dann vorgenommen, ich besorge mir einfach ein Buch über die Zugspitze, was aber im Endeffekt gar nicht so einfach war wie gedacht. Ich hätte vermutet, dass es dazu unglaublich viel Lektüre gibt. Im Endeffekt war die Auswahl gar nicht so riesig und ich habe mich dann entschieden für eine Mischung aus Bildband und informativem Werk über die Zugspitze von dem Verlag Bruckmann. Da bin ich jetzt in letzter Zeit sehr auf den Geschmack gekommen. Faszinierende Zugspitze habe ich mir bei Rebuy bestellt, ist extrem gut erhalten, bei mir angekommen. Also eigentlich, es sieht aus wie neu. Da, meiner Meinung nach, hat da nie einer reingeschaut. Ich werde es aber auf jeden Fall tun. Und es sind sehr viele Bilder drin und eher wenig Text. Also ich muss mal schauen, ob dieser Text dann am Ende für mich ausreicht oder ob ich noch zusätzlich weiterführende Lektüre mir besorgen muss. Buch Nummer 2 ist von einer Autorin, die eher für ihre Thriller bekannt ist, wie zum Beispiel Die Wälder oder Die Falle. Viele von euch werden sie jetzt schon erraten haben. Sie hat aber auch ein Sachbuch geschrieben, und zwar über ein Thema, mit dem ich mich gerne näher befassen möchte. Kreativität von Melanie Rabe. Und ich möchte mich eigentlich auch nicht nur theoretisch damit beschäftigen, sondern ich möchte eigentlich versuchen, kreative Prozesse auch ein bisschen in meinen Alltag einzubringen. Ich würde mich prinzipiell nicht als extrem kreativen Menschen bezeichnen. Allerdings habe ich manchmal, wenn ich eine Idee habe, so eine Art Kreativitätsanfall. Also wenn ich zum Beispiel an einem Geburtstagsgeschenk dran bin, dass ich mir so ein bisschen komplizierter austüftle, dann kann es passieren, dass ich auf einmal übersprudel vor lauter Ideen und gar nicht weiß, wohin damit. Melanie Rabe schreibt, Kreativität mache glücklich und helfe uns dabei, die Herausforderungen des Lebens zu meistern. Sie erzählt in diesem Buch, warum jeder im Prinzip kreativ ist und wie man Zugang zu dieser Kreativität bekommt. Sie schreibt, dabei geht es um Mut und Beharrlichkeit, Leichtigkeit und Durchhaltevermögen, um Originalität und Schnapsideen, um Produktivität und Prokrastination, ums Scheitern und vor allem ums Weitermachen, auch wenn ein rauer Wind bläst. Ich bin sehr gespannt, es ist auch für so ein Thema recht umfangreich, wie ich finde. Mich interessiert, ob dieses Buch theoretisch bleibt oder ob hier auch der ein oder andere Tipp enthalten ist, wie man Kreativität konkret in seinen Alltag einbauen kann. Ich habe das Gefühl, ich habe im Januar nur 4 Bücher gelesen und rede jetzt schon eine halbe Ewigkeit. Deswegen werde ich das Video jetzt an dieser Stelle beenden. Ich freue mich sehr, dass ihr mit dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht konntet ihr den ein oder anderen Tipp für eure Wunschliste mitnehmen. Und schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr im Januar oder inzwischen auch im Februar gelesen habt und ob vielleicht schon ein Jahreshighlight für euch mit dabei war. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Abend, Morgen, Nacht und bis zum nächsten Mal. Servus!